Hallo und herzlich willkommen zurück in der dunklen Höhle. Hier zusammen mit meinem treuen Wilson, den ich leider nicht mitnehmen kann. Wir sind ja hier in eine Falle getappt und Wilson, ich war dir so nah wie noch nie. Wir sind uns näher gekommen als je zuvor, aber ich muss diesen Weg anscheinend, ja, jetzt allein gehen. Sarah hat uns eine Falle gestellt und wollte anscheinend nicht, dass wir das letzte Stück bekommen. Das letzte Stück ihres Körpers. Was ist denn das? Hier drüben liegt ein Zettel. Ich müsste dahin schwimmen. Ich überlege es mir anders und kann den blöden Teddy wieder mitnehmen. Hier, Teddy, wo sind denn deine Laseraugen? Deine blauen Laseraugen, die ich so bewundere. Ich hätte auch gern solche. Tja, wenn ich jetzt hier hochgehe, ne? Ich kann es ja nochmal probieren. Wenn ich sterbe, dann... Ach nee, ich kann hier durchlaufen. Okay. Ein kleiner Zettel. In all den Jahren konnte ich das Leben der Menschen immer leicht kontrollieren, aber konnte nie mein eigenes handeln. Nur sie fühlte sich so real für mich an und unsere Beziehung war wie aus einer romantischen Geschichte entnommen. Sie war wie ich eine starke Person, aber verloren. Wir waren von unserer Beziehung umgeben und wurden stärker. Aber wegen meines idiotischen Charakters fiel eben alles auseinander und ich versuchte zu widerstehen, aber meine Natur war zu stark. Okay, er brachte die Frau sozusagen unter seine Kontrolle. Und wollte, dass sie komplett sein wird, mit all ihren Gedanken und Emotionen unter seine Kontrolle zu bringen, sozusagen. Und wir lebten uns auseinander, aber Sarahs Geburt machte unsere Beziehung sozusagen wieder stark. Und anscheinend hatte er Angst, dass sein Wunsch, die Dinge immer zu kontrollieren, auf seine Tochter übergehen würden. My wife was so kind to her. I thought it was a bad person. Okay, die Tochter war wohl zu zerbrechlich für diese böse Welt und eine helle Person. Und er wollte nicht, dass die Welt sie verschluckt, wie es anscheinend mit ihm geschehen ist. Okay. So. Tries to protect her, help me away from my beloved one. Und dann hat sich die Beziehung eben auch auseinandergelebt und er hat versucht, seinen Seelenverwandten in einer anderen Frau zu finden. Okay, wir haben den Brief von Sarahs Vater gelesen. Anscheinend haben die beiden sich auseinandergelebt. Und als Sarah geboren wurde, dann doch wieder nicht und dann wieder doch und dann wieder doch nicht. Und ja, er hat dann eine andere Frau für sich gefunden. Das wird Sarah nicht gefallen. Kennt Sarah ihren Vater überhaupt? Warum sieht das Bild so komisch aus? So verschwommen. So. Aha. Jetzt sind wir wieder rausgekommen, okay. Oh, Pollenallergie. Dirk, halt die Nase zu. Wir müssen jetzt gucken, wo es hier lang geht. Können wir dieses, haben wir? Lass mich mal kurz schauen. Wir haben bloß diesen Teddy bekommen. Aber diesen Stein haben wir anscheinend verloren. Warte, jetzt muss ich mich noch mal kurz orientieren. Ihr kennt das ja mittlerweile, wenn ihr bis hierhin überhaupt noch zuschaut. Es geht einmal hier entlang. Oh Gott! Oh! Okay, das war wohl eine Falle. Muss man jetzt die ganze Zeit aufpassen auf diese Traps? Njung. Oh, Nase zu halten. Allergietabletten. So, jetzt pass mal auf hier. Die müsste ja jetzt zu sein eigentlich. So eine Kacke. Elende Kacke. Nix funktioniert hier.
So, lass mich kurz speichern. Hier. Oh, ich weiß wieder nicht, wo ich lang gehen soll. Ach, hier sind jetzt wieder beim Haus. Wilson, bist du doch da? Nee, Wilson liegt ja in der Höhle. Oh Mann. Achtung, Falle. Wilson. Wilson? Oh, da ist er noch. Ich wollte dir nur noch Hallo sagen. Ich wollte dir Hallo sagen, bevor ich meinen Weg fortsetze. Aber das Ding ist ja jetzt, dieser Stein verschwunden. Gut. So, Dirk, kneif die Arschbacken zusammen. Wir müssen, wenn wir Sarah... Oh, jetzt wäre ich fast in die Falle getappt. Wenn wir Sarah zur Strecke bringen, beziehungsweise das Ritual durchführen, dann können wir vielleicht miteinander durchbrennen. Dann bekommt unser Leben vielleicht eine Zukunft. Ich kümmere mich darum, Wilson. Hab keine Sorge. So. Jetzt sind wir hier. Was denn? Was denn? Oh! 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 Dirk, das war Instinkt. Hier sind ja überall Fallen. Achso, das heißt jetzt, was ist denn hier hinten überhaupt? Hier kann man doch auch lang gehen. Ach, hier komme ich auch wieder zum Haus. Gut, dann schnell wieder zurück. Schnell, 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 schnell. Ich habe Lust auf Grusel. Oh Gott. Hä? Warum? Das... Also... Das verstehe ich. Willst du mich verarschen? Willst du mich einfach verarschen? Spawnen die etwa neu? Ich habe die doch vorhin schon ausgelöst. Oh. So ein Hals. Jetzt muss ich auch noch langsam lang gehen. Also irgendwann, wenn ich ein paar Mal sterbe, habe ich dann bestimmt alle Fallen ausgelöst. Ich sehe die auch gar nicht so gut. Okay, hier war eine Falle. Die ist ja jetzt bestimmt auch wieder neu. So, weißt du was? Ich gehe jetzt gleich hier rüber. Du kannst mich mal! Hier ging es ja eh nur zum Haus. Aber jetzt muss ich hier echt... alle Augen offen halten. Ich sehe... Ja, das sehe ich halt, ne? Aber was ist, wenn ich jetzt hier durchgehe? Da wird doch vielleicht auch wieder was ausgelöst. Ganz in Ruhe. Ganz in Ruhe. Ah, ein gemütliches Feuer und ein kleiner Zettel. Die Leute sagen, achso, Illusion of Happiness. Die Illusion von Glückseligkeit. Die Leute sagen, dass wenn man jemanden verliert, jemanden zu verlieren, kann nur verstehen, wer schon einmal jemanden verloren hat, nur der kann verstehen, wie wichtig das für dich ist. Ich musste diese Worte verstehen durch eine sehr traurige Erfahrung. Als meine Liebe starb, all unsere glücklichen Momente kamen zurück und jagten mich. Meine Liebe zu ihr war so stark wie bei unserem ersten Date, aber es war zu spät. In ihren letzten Momenten, ihren letzten Atemzügen, fühlte ich mich wie ein unnützer Wurm,
Ich wollte das Image eines starken Anführers für meine Leute aufrechterhalten. Für Sarah. Okay, also der ist jetzt der Vater von Sarah, der Anführer sozusagen. Oder? Ich wollte ihnen zeigen, dass ich stark sein kann und auf meinen eigenen zwei Füßen stehen kann. Aber in mir drin, mein Herz gebrochen und fühlte sich an wie, ja, weggeworfen. Ich konnte nichts tun, außer auf meine Frau schauen, die langsam vor sich hin starb. Oh, das ist natürlich auch, das ist hart. Als unsere Beziehung schwächer wurde, habe ich nach einer neuen Liebe gesucht und wollte mit, ja, einer anderen Frau ausgehen. Aber anstatt für unser Glück zu kämpfen, wie ich es versprochen hatte, ich fühlte mich sehr schamvoll und dass ich mich selbst nicht für sie ändern konnte, um sie nicht aufzugeben. Und dann hat sie mich und Sarah verlassen. Nachdem ich meine Frau verloren hatte, durchzog mich Hass. Hass auf diese Welt, die mich so verändert hat, hat mich zu einem Monster gemacht und hat mir einfach die wichtigste Person meines Lebens genommen. Aber ich will nicht, dass diese Welt mir Sarah auch noch nimmt. Ich will sie retten. Ich habe mir zwei Versprechen gemacht. Das erste war, für Sarah zu sorgen und nicht zu erlauben, also dieser korrupten Welt nicht zu erlauben, ihren Geist zu brechen. Die zweite war, niemals aufzugeben. Never give up. Entschuldigung. Niemanden mich jemals kontrollieren zu lassen. Ich bin bereit, mich der Welt zu stellen und sie zu verändern. Egal, was es mich kosten wird. Es liegen ja wieder ein paar Tage zwischen den Aufnahmen. Ich kann mich noch daran erinnern, dass ja ein Ritual durchgeführt wurde, was einen bösen Geist hervorrief. Und von dem wir ausgegangen sind, dass es Sarah ist. Und jetzt haben wir ja erfahren, dass der Vater von Sarah anscheinend der Leader war. Also der Anführer dieses Dorfes. Hier geht's ja tief runter. Seine Frau verloren hat, mit der Sarah gezeugt hat. Es mit anderen Frauen versucht hat. Es hat aber wahrscheinlich nicht geklappt. Und er war erfüllt von sehr viel Hass. Auf die Welt, auf alles. Aber war er im Endeffekt derjenige, der das Ritual durchgeführt hat an Sarah? Origin of the Spirit, der Ursprung des Geistes. Zusätzlich zu meinen Recherchen über das Ritual habe ich ebenso versucht, den Ursprung des Geistes herauszufinden. Was ist sein Ziel? Von wo kam er und wer ist er? Unglücklicherweise habe ich anstelle von Antworten nur mehr Fragen gefunden. Und wenn ich mehr über ihn weiß, würde mir das vielleicht Hinweise darauf geben, wie ich ihm widerstehen kann. Er hat sozusagen herausgefunden, dass dieser Geist Menschen verachtet und weiß, dass wir über unsere Emotionen und Gefühle gebrochen werden können. Und der Rest meiner Entdeckungen besteht nur auf vagen Theorien. Ich vermute, dass der Geist einmal ein Mensch war und von dieser, ja, grausamen Welt
geformt wurde und eben mit von Rache besessen ist. Oder es ist vielleicht eine eher gottgleiche Kreatur, die eben von Menschen ausgetrickst wurden, die Macht wollten des Geistes. Und vielleicht ist unsere menschliche Natur der Selbstsucht und dem Streben nach Macht hat vielleicht dazu geführt, dass er uns so hasst, der Geist. Nun gut, dann war das wohl mal wieder unser Explorer, der ja an sich auf der richtigen Spur zu sein scheint, denn Sarah war ja tatsächlich mal ein Mensch, bevor sie zu diesem menschenhassenden Wesen geworden ist. Wobei wir ja nicht unbedingt sagen können, dass sie uns hasst. Sie ist halt... Oh! Oh! Bist du wieder runtergesprungen, was? Oh, alter Schwede. Finde Russe Brite. Okay. Das war sehr schön. Vielen Dank dafür. Was wollte ich jetzt sagen? Jetzt habe ich den Faden verloren. Danke, Sarah, oder was auch immer du bist. Denn es könnte ja auch... Vielleicht ist es ja auch einfach der Vater... Weil es hieß ja irgendwie in dem Ritual, wenn jemand gegen seinen eigenen Willen geopfert wird oder er hat eben doch seine Tochter geopfert, also so ganz, no, nicht mit mir. So ganz habe ich das noch nicht durchblickt. Aber vielleicht stoßen wir da noch drauf. Tja, das wird jetzt wieder lustig. Ich renne. Ja, das war so klar. Ich konnte auch nicht weitergehen. Ich musste abstürzen. Ich muss gleich mal gucken, welche... Sequenz wir jetzt eigentlich spielen. Ob das schon Sequenz 4 ist. Auf jeden Fall bin ich auf die Auflösung gespannt. Also ich denke mal schon, dass es Sarah ist. Das schwarze Wesen, die Hexe, der Geist. Und dass ihr Vater auf jeden Fall was damit zu tun hatte. Und der Forscher sagt ja auch, dass das Wesen eben mal ein Mensch gewesen war. Oder ein Mensch war. Tja, da bin ich gespannt. Hauptsache, wir sehen Wilson wieder. Wenn wir Wilson retten können, dann ist alles in Ordnung. Dann dreht sich die Welt wieder. Dann kann nichts Böses passieren. Es ist schwarz. Oh. Ich kann mich wieder bewegen. Okay. Ich dachte gerade, wir sitzen auf dem Klo, aber anscheinend befinden wir uns in einer Art Baumhaus. Vielleicht Sarahs Versteck. Und die Musik ist wieder unglaublich laut. Hui! Oh, der kleine Teddy. Sarahs Teddy, vielleicht das Einzige, was sie hatte. Das Einzige an Liebe, was sie kannte. Oh, ich muss die Musik mal ein bisschen leiser machen. Oh. Also Sarah will ja anscheinend... Ah, da ist sie. Ja, die Fallen hat sie ja nicht zerstört jetzt, ne? Also ich weiß nicht so richtig. Irgendwie will sie uns ja wohin führen. Aber irgendwie vielleicht auch nicht. Ja, Kuckuck. Noch eine Karte. Was ist denn das hier unten? Radio.
Ein CD-Spieler? Hier ist... Da kann ich gar nicht so richtig deuten. Das ist anscheinend wieder ein Fisch. Ein Totenkopf-Krokodil. Wo sind wir denn? Hier fällt man runter. Ja, bin ich ja theoretisch auch runtergefallen. Hier sind wir. Oh, der kleine Punkt. Wir müssen jetzt noch dieses kleine Stück weitergehen. Und da ist das Kreuz. Also jetzt mal ganz kurz. Sarah rettet uns ja eigentlich andauernd, ne? Die hat uns jetzt ja anscheinend auch wieder aus der Höhle befreit. Ja. Ich will es trotzdem gern speichern gehen. Aber irgendwie will sie uns ja gleichzeitig umbringen. Ich glaube, die Frau weiß selber nicht so richtig, was sie möchte. Aber vielleicht ist das als dunkler Geist so. So, warte mal. Lass mich mal hier wusch. Zack. Gucke mal, wir sind hier. Hier runter geht's. Hier rum können wir gehen. Ach so, nee, da ist das Baumhaus. Da ist das Baumhaus. Wir haben jetzt sozusagen wieder viele Möglichkeiten und ich wollte mal kurz schauen. Ah, okay, wir sind schon bei Sektion 4. Also lange wird es gar nicht mal gehen, so wie es aussieht. Und ich schätze mal, hier oben liegt ein Zettel. Ja, wer sagt's denn? Überall Zettel. Obsession and Success. Während meiner ersten Tage hier habe ich... warte mal. I met what remained of the new guests who visited this place before me. Okay, in meinen ersten Tagen, die ich hier verbrachte, habe ich gelernt, was die neuen Gäste sind, die diesen Platz vor mir, oder was die neuen Gäste bedeuten, die diesen Platz hier vor mir besuchten. Aber ihre Körper haben nicht lange... Didn't stay long. Blieben nicht lange. Ich weiß nicht, wie sie verschwunden sind. Vielleicht hat die Dunkelheit sie umgeben oder verschluckt. Oder dieses Mädchen hat sie irgendwo hingetan. Fakt ist auf jeden Fall, wenn du stirbst in diesem Platz, dann verschwindest du auch von dieser Welt. Vergiss es, ich stürze mich nicht in den Tod. Dirk, kein falscher Schritt jetzt, ne? Mitten in meiner Forschung habe ich herausgefunden, dass für dieses Ritual... Ja, das wissen wir ja eigentlich schon, dass wir eben alle Teile des Körpers finden müssen. Also des Opferkörpers, das Skelett, was wir ja die ganze Zeit mit rumschleppen, was bestimmt nicht gerade leicht ist. Danach zu suchen ist wie eine Art Spiel. Als erstes, es fühlt sich an wie ein trauriger Mann, der nach der Bedeutung dieses toten Körpers sucht. Aber jetzt, wenn ich in meinen Rucksack gucke, fühlt es sich an, als wäre ich ein Sammler. Hä? Ich habe meine Sammlung komplettiert. Also sie ist vollständig. Umso mehr ich finde, umso mehr lerne ich über diesen Platz. Es ist, als würde er mich durch die Seiten dieser Story führen. Ich denke, es ist kein Zufall, dass ihre Remnants, Überreste in diesem Platz eine signifikante Rolle im Leben des Opfers spielen. Danach fand ich einen Runenstein und fand, er war wie ein Kopfschmerz. Ach so, ja, wahrscheinlich in dem Sinne, dass dieser Runenstein ihm Kopfzerbrechen
bereitet hat. Außerdem fand ich heraus, dass das Feuer der Altare das dunkle Mädchen ja verschreckt oder abstößt und sie aggressiver macht. So, hättest du das mal eher gesagt? Hätte ich nicht gespeichert, ne? Hätte ich einfach durchgespielt. Meine Intuition sagte mir sozusagen, dass diese Lichter der Altare, dass ich mich dadurch sicherer fühlen kann. Hoffentlich wird mich nichts stören, während ich das Ritual vorbereite. Vor kurzem habe ich das dunkle Mädchen vertrieben. Es ist wie ein Spiel, das ich immer gewinne. Oder wo ich halt gewinne. Ein paar Stücke sind verloren. Aber bald will ich diesen Fluch stoppen. In diesem Wald. Even get opportunity to discover the scared knowledge. Irgendwann werde ich halt die Bedeutung hinter diesem hinter diesem ganzen aufdecken. Empower the forest and civilization was keeping here. Even thought that this makes me excited. Wenn ich nur daran denke, ist es aufregend und gibt mir ein Gefühl von Unbesiegbarkeit. Und ich bin sicher, ich werde überleben. Okay, der Typ, der das geschrieben hat, vielleicht sind es ja auch wir, Dirk. Nee, Moment. Ja, beides der Explorer. Er hat anscheinend ein Spiel mit Sarah gespielt. Also er hat halt immer diese Parts gesammelt, diese Ritual, die Skelettteile und die Runensteine, was weiß ich, was wir da noch alles brauchen. Und hat immer gewonnen und sie hat es ihm dann anscheinend immer wieder weggenommen. Ich bin gespannt, ob er überlebt hat. Denn so sicher bin ich mir da ehrlich gesagt nicht. Vielleicht ist er ja auch das dunkle Wesen. Vielleicht braucht es immer nur einen Körper, in den es schlüpfen kann. Ist doch häufig so. Hey, noch ein Zettel. Aha. Hat er sich vielleicht selbst umgebracht? Family Bonds, Familienbunde. Ich erinnere mich an den ersten Tag, als ich ihn traf. Er hatte einen starken Willen und eine Stärke, eine innere Stärke oder sowas. Aber gleichzeitig war er eine sehr romantische Person. Er richtete seine Aufmerksamkeit auf die natürliche Schönheit der Welt. Er war smart und gut belesen und ich verliebte mich natürlich sofort wie ein Teenager-Girl. Es war, als hätte ich den perfekten Typ Mann gefunden. Aber nach unserer Hochzeit, ja, das ging ja schnell, was nach einem perfekten Leben aussah, wurde es ein Albtraum. Er veränderte sich und versuchte, alles zu kontrollieren und jeden zu kontrollieren. Und die Dinge, die er nicht kontrollieren konnte, machten ihn wütend oder ärgerten ihn. Er lebte in der Philosophie, dass seine persönlichen Regeln die einzig richtigen seien und dass jeder sich ihnen unterwerfen müsse. Das Schrecklichste, das ich vernahm, war diese starke Unabhängigkeit und der Wille,
Moment. The most terrible thing that I notice is the strong independence and will. Ja, die starke Unabhängigkeit und der Wille, die ich in jungen Jahren also dass die verloren gegangen sind oder das dem Mist. Aber irgendwas hält mich oder schweißt mich mit ihm zusammen. Aber gleichzeitig fühle ich mich besser, wenn er nicht in der Nähe ist. Aber nach dieser vollkommenen Schwärze kam ein Licht in unser Leben. Ja, das dachte ich mir. Dieses Licht war nämlich Sarah. Sie ist ein wunderbares Kind. Ich bin so stolz, dass sie selbst dadurch, dass mein Mann eben da ist, dennoch stark ist und alle guten Seiten repräsentiert, die du in den Menschen finden kannst. Sie ist sehr ehrlich und liebevoll. Sie always seems to believe this world as art. This world is art. I'm so very proud of her. Mal die vielleicht die Bilder? Ja, wer weiß, was ich hier wieder gelesen habe. Ich bin sehr stolz auf sie. Meine Liebe für Sarah gibt mir die Chance, nicht zu bemerken, wie mein Mann sich verändert zu der dunklen Seite. Ja, also sich immer weiter zum Schlechteren verändert anscheinend. Und meine Gesundheit to be with Sarah, erlaubt mir sozusagen nicht, mit Sarah für immer zusammen zu sein, wie ich es gerne gehabt hätte. All die Zeit, die verging oder die vergeht, will ich versuchen, Sarah zu helfen, sich auf das Leben vorzubereiten, wenn ich nicht mehr da bin. Ich hoffe, mein Mann wird sich gut um sie kümmern und sie glücklich machen. Laser Teddy. Okay, da hören wir jetzt auch wieder die andere Perspektive. Sarah war wohl ein sehr liebes Kind, ein sehr frommes Kind, ein sehr gutes Kind. Mit perfektem Charakter. Und der Vater hingegen hat sich immer weiter zum Schlechteren verändert. Dass die Mutter sogar Angst vor ihm hatte. Oh! Ah! Was willst du von mir? Ja. Das ist das Spiel hier, was du immer mit deinem komischen hier Explorer gespielt hast. Aber das kannst du mit uns jetzt nicht machen. Wasser. Monsterfisch. Oh! Wilson! Nee, also jetzt muss ich ja mal alle stehen und liegen lassen. Ach, wieder nur ein Baumstumpf. Schade. Wilson, ich komme.